Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 10 Uhr, wir haben Sonntag und ich kriege gleich Besuch hier im Gemüsegarten und zwar von Dennis von Zurück zum Garten. Ich bin jetzt extra schon hier, um natürlich noch, ihr kennt mich ja mittlerweile, ein paar Sachen hier. Ich habe die Tomaten am Häuschen schnell hochgebunden, damit hier auch alles tutti ist. Das ist totaler Quatsch. Aber mal gucken, was Dennis zu meinem Garten hier sagen wird. Und ja, ich bin ja im zweiten Gartenjahr, er ist ja da echter Profi und vielleicht kann er mir auch noch den ein oder anderen Tipp geben. Und guckt mal, wer extra sich die Ehre gegeben hat und auch im Garten ist. Und zwar Zorro. Du bist auch extra gekommen, ne? Ja. Ich zeige euch mal eben die Tomaten hinter dem Häuschen. Das habe ich sowieso schon lange nicht gemacht. Und so lange, wo wir noch warten, kann ich euch das einmal zeigen. Ich habe die versucht, so ein bisschen hochzubinden. Jede Tomatenpflanze hat ihre Tomatenstange bekommen und hier draußen brauchen die wirklich etwas. Also im Gewächshaus sind die schon wesentlich größer, aber ich sehe hier schon, dass sie anfangen, auch hier Früchte zu tragen im Freiland. Und die Pflanzen sehen eigentlich, finde ich, ganz gut aus. Im Vergleich zeige ich euch die noch mal eben im Gewächshaus. Die sind schon wesentlich größer, aber die haben es natürlich auch in den letzten Wochen viel wärmer noch hier gehabt. Und hier tragen sie wirklich ordentlich Früchte. Ich habe hier auch wieder verschiedene Sorten. Also man sieht das auch an den Formen. Hier kommen welche, die haben so eine Tropfenform. Ich habe verschiedene Fleischtomaten, weil ich ja auch wieder Soße einkochen möchte. Und die sehen wirklich ganz gut aus. Ja, Dennis ist jetzt gerade bei mir im Garten angekommen oder eigentlich schon, wie lange sind wir schon unterwegs? Eine Stunde bestimmt. Eine Stunde, würde ich sagen, sind wir schon unterwegs, ja. Ja, wir haben den Gartenrundgang hier schon gedreht und ich habe auch einige hilfreiche Tipps von dir bekommen und da dachte ich, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir sind einmal durch die Beete gegangen und da schauen wir jetzt nochmal, was du für Tipps für mich gehabt hast. Ja, machen wir. Ich hatte euch ja gefragt, was ich hier neben den Kartoffeln gut aussehen kann. Und Dennis hatte auch gesagt, Mensch, Buschbohnen, da ist jetzt auf jeden Fall noch Zeit. So in den nächsten zwei Wochen sollte ich das aussehen. Und dir ist auch noch was aufgefallen, ich lasse sehr viel Platz zwischen meinen Kulturen. Ja, denn wenn ihr einen Gemüsegarten habt, könnt ihr immer schön die Lücken nutzen. Viele sagen immer, ich brauche mehr Beete, aber eigentlich braucht man nicht mehr Beete, sondern sollte erstmal das, was man hat, nutzen. Hier haben wir zum Beispiel Brokkoli stehen. Der ist auch super gewachsen, aber hier zwischen sind riesige Flächen, wo locker ein Salatkopf reinpasst. Das heißt, ich hätte hier zum Beispiel 1, 2, 3 Salatköpfe noch zwischengesetzt, denn der Brokkoli schützt das Ganze auch so ein bisschen und gerade im Sommer mag Salat ja die Hitze nicht so. Brokkoli also eine super Beikultur. Was ich auch spannend fand, ich bin ja jetzt erst in meinem zweiten Gartenjahr und ich habe jetzt den Fenchel oder auch hier hinter mir den Rotkohl ausgepflanzt und der hat jetzt dieses Jahr direkt wunderbar geklappt und ich habe jetzt von Dennis erfahren, dass da einige ja schon mehrere Jahre am Kämpfen sind, damit das gut funktioniert und das fand ich auch nochmal wirklich ja interessant zu erfahren. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Rotkohl, eigentlich eine relativ schwierige Kultur, weil Blattläuse, Kohlweißling, Tauben, alles Mögliche fressen den und bei ihr steht er hier einfach so rum und bildet total schöne Knollen. Das kann natürlich zum einen ein bisschen Glücksfall sein, dass die Schädlinge nicht da sind, aber zum anderen funktioniert es natürlich auch, wenn man diesen ganzen Druck nicht hat. Und schauen wir mal hier auf der anderen Seite, haben wir den Fenchel stehen. Bei vielen Leuten bildet Fenchel gar nicht eine richtige Knolle aus, sondern nur Blattwerk. Das liegt meistens daran, dass er dann zu früh gezogen wurde oder auch durch Schädlingsbefall und Blattläuse daran gehindert wird, hier so eine schöne Knolle auszubilden. Die letzten Tage war es ja hier doch relativ warm. Wir hatten oft über 30 Grad und die Salate, die sind dann natürlich schnell. Ihr seht das hier an diesem hier am Schießen. Die gehen in die Höhe, die wollen Blüten ausbilden. Und das ist natürlich total schade, weil man möchte ihn eigentlich essen. Man kann ihn jetzt auch noch essen, aber desto größer er wird, desto bitterer wird er. Ich muss sagen, ich habe ihn vielleicht auch sogar zu früh schon weggetan, der geschossene. Aber dazu wird Dennis jetzt noch mal mehr sagen.
Wie gerade ja schon gesagt wurde, geschossene Salate sind natürlich immer ein bisschen schade, weil man möchte natürlich wie hier vorne so richtig schöne runde Köpfe haben. Aber ein geschossener Salat ist kein Problem. Man sollte ihn doch relativ schnell aber ernten. Wenn er Blüten bildet, kann man sie natürlich ausbilden lassen und eigene Samen ernten. Aber Salat wird immer bitterer, je höher er schießt. Das heißt, wer noch einen gut schmeckenden Salat haben möchte, sollte jetzt diesen hier abernten. Und wenn es dann gar nicht mehr reicht, geht es natürlich auch für Tiere. Ich zum Beispiel habe ja eine Schildkröte, die kriegt dann das, was hier überbleibt. Und natürlich noch mal ein kleiner Tipp vielleicht zu den Abständen. Wir haben hier natürlich einen perfekt ausgemessenen Abstand zwischen den einzelnen Köpfen. Das ist auch alles nicht weiter schlimm. Aber die könnten etwas enger zusammenstehen. Oder wenn man mit Absicht die Reihen ein kleines bisschen weiter auseinander macht, würden hier zum Beispiel noch super Radieschen oder andere Zwischenkulturen zwischenpassen, sodass man auf derselben Fläche noch mehr Ernte hat. Ich habe ja auch hier die Apfelbäume und wir hatten Anfang des Jahres schon auch in den Kommentaren ein bisschen darüber gesprochen, dass ich die hätte schneiden müssen. Ich habe mich zurückgehalten und war eher ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte sie nicht kaputt machen. Und Dennis hat dazu jetzt gerade mir auch schon hilfreiche Tipps gegeben. Wir sind jetzt mal hier in den Apfelbaum reingelaufen, denn wir haben ja jetzt Juni, Juli. Und da macht man den sogenannten Juli-Juli-Riss. Das heißt, alle Wasserschosser, die jetzt hochschießen, bei diesem Baum hier relativ wenig, aber das sind praktisch die, die direkt aus einem Ast einfach gerade hochgehen, die reißt man jetzt mit einem Ruck raus. Wer sich nicht traut, kann sie natürlich auch direkt hier vorsichtig abschneiden. Denn bei einem Apfelbaum ist es ja so, je nachdem, wann ihr ihn geschnitten habt und wie ihr ihn geschnitten habt, bildet er immer die sogenannten Wassertriebe. Das sind also die Triebe, die einfach gerade nach oben wachsen. Die bilden allerdings keine Früchte, sind ausschließlich für Blattwachstum da. Und die wollen wir natürlich nicht haben, denn wir möchten die in die Waagerechte gehen, denn da hängen die Früchte dran. Das heißt, alle Äste, die einfach schnurstracks nach oben gehen, schneidet man jetzt raus. Und dann hat man schon einen wichtigen Schritt im Apfelbaumschnitt erledigt. Und wir haben hier auch noch mal die Erbsen und die mache ich ja gerne mit den Möhren. Als Erbsen-Möhren-Gemüse friere ich die ein und da hat Dennis, du hast auch noch einen Tipp für mich gehabt. Vielleicht magst du den noch einmal mit uns teilen. Ja, denn bei den Erbsen ist es so, Erbsen sind meine absolute Lieblingskultur. Die Leute, die meinen Kanal kennen, wissen es vielleicht, Sweet Horizon, meine Lieblingssorte. Aber das Wichtigste ist, erntet die Schoten ab. Denn wenn ihr die Schoten dran lasst, werden sie natürlich immer dicker, aber die Pflanze denkt, okay, ich habe genug Nachwuchs und bildet keine richtigen Blüten mehr aus. Wenn ihr also immer durcherntet, gibt es immer neue Blüten und dadurch natürlich einen viel höheren Ertrag. Ja, da habe ich wieder heute einige Tipps mitnehmen können. Wir haben, wie ich gerade schon gesagt habe, auch vorher einen großen Gartenrundgang hier bei mir gedreht. Den findet ihr bei Dennis auf dem Kanal mit noch ganz vielen Gartentipps, die er da weitergibt. Also es lohnt sich da auch auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und der Gartenrundgang mit mir zusammen in einer viel, viel längeren Version, die findet ihr auch bei ihm auf dem Kanal. Also auf jeden Fall mal rüberhüpfen. Ansonsten hier natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.